dir das mal an. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Ist das nicht geil? Und jetzt noch ein bisschen mehr Gas haben wir ein Heck weg. Ja, das heißt, du kannst jetzt richtig geil sportlich fahren jetzt. Dass Lamborghini das Auto mit so einer Lautstärke zugelassen bekommt, ist krass. Ich bin auf dem Weg zu Abdullah Maiwand. Er ist sehr, sehr autoaffin. Er hat schon auch schöne Autos da. Aber jetzt möchte er sich seinen Lebenstraum erfüllen. Deswegen hat er mich angerufen. Bin echt gespannt, was auf mich zukommt. Moin. Grüß dich, Hamid. Hi, alles fit? Gut. Super. Darf ich reinkommen? Dankeschön, vielen Dank. Bitte setz dich. Abdullah, warum bin ich hier? Du bist hier, weil du mir meinen Kindheitstraum erfüllen sollst. Okay, das freut mich. Erzähl. Ich möchte Speed. Speed. So ist es. Ein Fahrzeug mit Geschwindigkeit. Speed. Du hast ja schon eine gute Autosammlung, ne? Ich habe eine gute Autosammlung, ja. Ein Jaguar, F-Type, einen Bentley habe ich, einen Porsche Panamera. Alles tolle Fahrzeuge, aber ich brauche etwas, was das in den Schatten stellt. Erzähl mir mal mehr. Das ist ja schon eine coole Sammlung, aber wie viel PS muss das Minimum haben? Also mindestens 700 PS sollte es haben, weil der Bentley hat ja schon 600. Mindestens 700 PS. Zweisitzer, Viersitzer, Fünfsitzer? Zweisitzer. Möchtest du damit auch auf die Rennstrecke eventuell? Wenn ich Lust dazu habe, ja. Genau deswegen brauche ich die Geschwindigkeit. Okay, alles klar. Irgendwelche Farben, wo du sagst, No-Go, da setze ich mich nicht rein? In einem lilanen Fahrzeug setze ich mich bestimmt nicht rein. Dazu müsste ich blind sein. Ich schreibe auch mal pink auf. Ja, okay. Aber ansonsten bist du pink. Ansonsten bin ich absolut entspannt, ja. Maximal Kilometer? Hast du dir da was überlegt? Also bis 5000 Kilometer. Okay, 700 PS gibt es auch Autos von 2001, 2002. Ja. Aber 700 PS gibt es auch von 2020. Was möchtest du denn haben? Also älter als 3 Jahren darf er wirklich nicht sein haben. Ach so, okay, max 3 Jahre. Coupé oder Cabrio? Nur ein Cabrio, okay. Wenn es wirklich aussieht wie ein Coupé. Okay, es soll ein Hardtop sein, sodass man die Linie nicht verliert. Richtig, ja. Na, absolut, habe ich verstanden. Jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage der Fragen, der Fragen, der Fragen. Budget, wie hoch ist dein Budget? 450.000 Euro. 460? Maximum 450. 450.000 Euro, das ist enorm viel Geld. Aber für die PS-Zahl, die er original vom Werk haben möchte, wird es sehr schwierig, weil alle Autos so ab 800, 900 PS liegen weit über 1 Million. Und alle Autos so in dem Segment sind so zwischen 450 bis 650 PS. Und das wird hart, das wird echt hart. So, ich mache mich jetzt auf die Suche. Es soll das Auto schlechthin sein. Absolut. Ab 700 PS, Zweisitzer, außer lila und pink fährst du alles. Maximal 5000 Kilometer, maximal 3 Jahre. Richtig. Richtig? Genau richtig. Lass mich jetzt los, damit ich für dich suchen kann. Okay. Ja? Ich sag's euch, ein mega Auftrag. Und genau vor 2 Tagen habe ich ein Aventador SVJ angeboten bekommen. 770 PS, hat unter 5000 Kilometer und ist unter 3 Jahre alt. Vielleicht klappt es ja beim ersten Mal. Es wäre eine echte Premiere. Hamid macht sich auf den Weg nach Calw bei Stuttgart. Hier steht besagter Lamborghini Aventador SVJ. Moin, grüß dich. Hallo Hamid, herzlich willkommen. Alles fit? Ja, bei dir. Wie geht's dir? Gut, alles vielen Dank. Bei dir. Ich bin da wegen deinem Lamborghini Aventador SVJ. Genau. Okay, in Blue. Cepheus. Cepheus. Genau. Es ist schon geil, oder? Ein geiles Teil, ja. Das ist der Lamborghini Aventador SVJ. SVJ steht für Super Veloce Jota. Mit sage und schreibe 770 PS, limitiert auf 900 Fahrzeugen, 1525 Kilo leicht, von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden, Spitzengeschwindigkeit 350 km/h. Das Auto hat einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 470.000 Euro. Ein Jahr später, mit 3.550 Kilometer, soll er immer noch 460.000 Euro kosten. Erzähl mir mal was über das Auto, bitte. Wir haben das Fahrzeug sozusagen neu übernommen.
Der war mal kurz auf eine Firma zugelassen, die das Fahrzeug bestellt hat. Wie viele Kilometer sind Sie gefahren? Also die sind 200 Kilometer damit gefahren, über Führungskilometer. Und dann wurde das Fahrzeug direkt auf uns zugelassen. Das heißt, das Auto hat jetzt zwei Briefeinträge? Zwei Briefeinträge, eigentlich ein Halter. Okay. Front hat eine Steinschlagschutzfolie, ja, hast du vielleicht grade schon bemerkt. Genau, also komplette genau. Front. Genau. Ich sehe gerade auch, die Windschutzscheibe hat keinerlei Steinschläge. Ist er mal neu gekommen? Nein, ist noch die erste. Ist noch die erste? Ich bin ordentlich gefahren. Ja? Ja. Wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin 24. Warte mal ganz kurz. Du bist 24 und fährst ein Aventador SVJ. Ja. Weißt du, was ich mit 24 hatte? Was? Ein Opel Kadett E-Stufenheck. Oh, okay, auch schön. Das, aber die Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe, die sind gut gewesen. Ja. ALA, weißt du, wofür ALA steht? Ja. Aerodynamik Lamborghini Activa. Genau, richtig. Okay. Der hat Klappen hier vorne, rechts und links. Je nachdem, wie schnell du fährst, macht er die Klappen auf. Oder wenn du in die Kurven fährst, macht er die Klappen, je nachdem, wo er mehr Pressdruck braucht, auf, wieder zu. Und wenn du Endgeschwindigkeit fährst, kommen noch mal die hinteren Klappen hoch. Genau, da hinten hier zwei Klappen, auch gerade in der Kurvenlage öffnen die sich individuell. Genau. Das heißt, du hast schon mal probiert? Ja, man sieht es sogar. Wenn du fährst, Rückspiegel, siehst du, wie die Klappen auf und zu gehen. Darf ich aufmachen? Ja, natürlich. Super. Also das ist natürlich auch geil. Muss ich hier oben immer auf die Scheiben aufpassen, weil die teilweise, wenn du in der Garage bist, es ist eng, machst deine Tür auf, dann hast du einmal hier die Kanten, wo du aufpassen musst. Hier ist nichts. Das ist gut für dich, schlecht für mich. Ne? Und hier die Scheibenkanten, die knallen auch immer gerne. Alles heile. Alles heile. Das heißt, das Auto war nie in der Garage. Ist das doch, war bei mir in der Garage. Aber du hast genug Platz. Ich habe genug Platz, ja. Darf ich mich reinsetzen? Natürlich. Boah, das ist unfassbar. Wenn du dich hier reinsetzt, hast du gleich das Gefühl, ich will Gas geben. Ja. Ne? Das ist echt so. Das Einzige, was mich stört, ist, diese ganze Mittelkonsole mit den Knöpfen und alle Funktionen sind von 2012. Ja, Audi A4 von damals. Für ein Auto, was so viel Geld kostet. Da hast du recht, ja. So, wir gehen mal noch mal raus. Hast du einen Schlüssel da für die Haube hinten? Schlüssel habe ich da, ja. Das ist so cool, dass die Motorhaube hinten abgeschlossen ist. Ja. Ne? Stärkste Aventador-Motor aller Zeiten. Also einmal hier oben. Oh. Hast du? Ja. So. Guck mal, wie leicht. Warte mal, gib mir her. Kannst du das alleine tragen? Ja. Ja. Guck dir das mal an. Wie leicht. Das ist irre. Was wiegt das wohl? 3 Kilo? Maximal 5 Kilo. Maximal 5 Kilo. Ja. Jetzt haben wir den Motor. Nur bei den SVJ in Gold. Genau. Ne? Bei den normalen in Schwarz. Also ganz normal in Schwarz. Starten wir einmal den Motor. Jawohl. Das Lamborghini, das Auto, mit so einer Lautstärke zugelassen bekommt, ist krass. Fahren wir eine Runde? Fahren wir eine Runde. Das Auto ist zwar noch auf Basis 2011, 9 Jahre auf dem Markt, aber nichtsdestotrotz, wenn du davor stehst, ist das ein Hingucker schlechthin. Und dann noch in der Farbe. Mega. Dann noch die Funktion, wie sich dann dieses ganze Aerodynamik so mit einspielt, wenn die Hutzen rauskommen und so weiter. Das ist schon oberste Liga. Wahnsinn. Sound. Das ist echt irre. Das ist geil. Das ist geil. Dieser Sound. Mega. Das muss man erleben. Diese Emotion, die dir das Auto wiedergibt, musst du erleben. Das ist echt Wahnsinn. Der knallt so, der rattert hinten raus, das ist unglaublich. Raus, ja. Also von außen klingt er noch mal viel besser. Ja, klar, klar. Oh.
der Lamborghini Aventador SVJ ist ein Mix aus allem. Man merkt richtig, die haben 9 Jahre ein Modell genommen und haben sich verbessert, haben maximale PS-Leistung rausgebracht mit 770 PS. Es gibt keinen stärkeren Lamborghini Aventador aktuell. Ich glaube, da ist auch nach oben hin keine Luft mehr. Die haben alles, was sie in Rennsporttechnik hatten, haben sie da reingepackt. Für mich ist das Auto ein Track-Auto. Ich muss sagen, der ist mega präzise auf der Straße. Der wiegt ja auch nur 1,6 Tonnen. 1525 Kilo. Der hat 1525 Kilo mit einem 12-Zylinder-Motor. Der wiegt ja alleine 300 bis 400 Kilo. Ne? Auch die Verarbeitung Alcantara, dann mit Kontrast-Stitching, hier genau, auch alles genau. Alcantara, Carbon innen, CD-Wechsler und SD-Karte genau. Von 2009. Funktioniert, SD-Karte. Aber hier haben wir noch einen Apple CarPlay-Stecker. Ach so, hast du? Ja, ah, sehr Apple gut. CarPlay hat er. Hat er? Hat er, ja. Okay, okay. Du willst für das Auto wie viel haben? 459.950 Euro. Die ersten Autos, die auf den Markt kamen, die waren ungefähr bei 600.000 bis 650.000 Euro. Das heißt ca. 200.000 Euro über Liste. Und jeder, der sich damals das Auto gekauft hat, hat einen mega Verlust hingelegt. Aber der wird noch mehr im Preis fallen. Ich sehe das Auto in 2 Jahren mit 15.000 Kilometer bei 250 bis maximal 290.000 Euro. Einfach geil, oder? Einfach geil. Schönes Auto. Die Ausstattung ist okay. Das, was man braucht, hat das Auto. Okay, der hätte ein bisschen mehr Carbon gebrauchen können, aber hat er nicht, so wie es ist. Ich durfte das Auto fahren, vielen Dank dafür. Und ich bin bereit, das Auto zu kaufen, beziehungsweise mit in den Topf reinzuschmeißen. Aber nicht für dein 459.950. Wie viel kommst du mir entgegen, wenn ich das Auto nehme? Also, was ich noch machen kann, 54 glatt. Ist so eine glatte Zahl. Das sind knapp 10.000 Euro. 450, sagst du? 450 könnte ich dir machen. Inklusive Mehrwertsteuer? Inklusive Mehrwertsteuer. Auto steht perfekt da. Das Auto ist schick. Das Auto ist schick. Kein Steinschlag, keine Kratzer. Ich gebe dir 425. Boah, nee, Hamid. 425, dann ist das Auto voll drin. Dann lass ihn lieber stehen. 425, 425.000 Euro, dann ist er voll drin. Du darfst eine Sache nicht vergessen. Du bist das Auto ca. 3.800 Kilometer gefahren. Du hast einen Werbefaktor für deine Firma gehabt. Du hast sicherlich dadurch schon Autos vermarktet. Du musst das Gesamtpaket sehen. Und ich bin jetzt heute da, der sagt, für 425 ist er voll im Rennen. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Da muss schon ein bisschen was draufpacken. Sag mir was. Und ich brauche ein 2 davor, bevor du überhaupt überlegst. 4, 2, oh. Punkt, 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 Punkt. Komm. Nee. Komm. 435. Komm. Oh nein. Hey, na, was ist das für eine Zahl, ey? 435. Wie warst du in Mathe früher? Na, okay. Okay, oh, merke ich an deine Zahlen. Ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich komme heute noch 4 entgegen. 429, aber dann lasse ich ihn nicht stehen. 429, dann ist er voll im Rennen. Okay. Danke dir. Den Lamborghini Aventador SV haben wir jetzt. Wir haben uns preislich geeinigt. Ich finde auch, dass der Preis gerechtfertigt ist. Allerdings ist das Auto so enorm hart, sehr, sehr auffällig, sehr laut. Ich brauche noch ein zweites Auto. Es ist nicht einfach, ein Auto ab 700 PS zu finden mit einem Budget von 450.000 Euro. Wir reden hier von Werksautos, nicht von getunten Autos. In Frage kommt jetzt ein Ferrari 812 GTS, sehr, sehr selten zu bekommen. Ich habe die Möglichkeit, ein Auto zu bekommen mit 1430 Kilometer. Das Auto ist neuwertig, das Auto ist sehr, sehr selten aktuell. Es wurden vielleicht nur 100 Stück auf der ganzen Welt ausgeliefert. Wir können ein Auto zu sofort haben. Dazu muss Hamid nach Firnheim bei Mannheim reisen. Hier warten der Ferrari und Verkäufer Omid auf ihn. Hi Omid, grüß dich. Alles fit? Wie geht's dir? Gut. Und dir? Richtig gut. Sehr gut. Ich bin da wegen deinem Ferrari 812 GTS. Richtig, mein Freund. Nicht der 812 Superfast als Coupé. Also Superfast ist er auch, aber es ist ein GTS. Aber es ist ein GTS. GT für Gran Turismo Spider. Richtig. Okay. Das ist schon heftig, dass du so ein Auto hast. Hamid, das ist eine Ikone, ein lang ersehntes Fahrzeug. Okay. Der erste V12 von Ferrari
offen, mhm. ja, mit Front-Mittelmotor mhm. seit 50 Jahren. Hier stehen wir vor einem Ferrari 812 GTS, das stärkste Seriencabrio, was es zurzeit gibt. Ein V12 Saugermotor mit 800 PS, 3 Sekunden von 0 auf 100, Neupreis ca. 410.000 Euro. Dieses Modell, was wir jetzt hier uns anschauen, hat 1430 Kilometer und soll jetzt sogar noch 475.000 Euro kosten. Nachfahre vom Daytona? Genau. Ja? Aber trotzdem nicht limitiert. Kannst du jetzt einen bestellen bei Ferrari? Du kannst als normalsterblicher Mensch? Als, kannst normal, du das? Als normalsterblicher Mensch nicht, aber du kannst einen bestellen, dann hast du 1,5 Jahre Lieferzeit. Es ist nicht limitiert und es ist noch nicht ausverkauft. Erzähl mir mal was über das Auto, die Historie. Das Auto ist aus erster Hand. Erste Hand, deutsche Auslieferung. Es gibt im Prinzip nichts zum Auto zu erzählen. Das ist ein Neuwagen, frisch eingefahren, 1400 Kilometer auf der Uhr. Wie schön du das redest. Frisch eingefahren. Frisch eingefahren. 1400 Kilometer. 1400 Kilometer. Das fährst du, wenn du von hier nach Bielefeld willst. Ja, aber trotzdem. Ja. Aber 1400 Kilometer für so ein Auto ist ganz schön viel. Das ist für, gefühlt für ein Passat 60.000 Kilometer. Da fährst du einmal zum Gardasee und zurück, hast 1400 Kilometer. Dafür ist das Auto auch gebaut. Der ist vorne auch nicht foliert, ne? Nein. Aber der hat kaum Steinschläge. Hamid, hör auf, das ist ein Neuwagen. Was machst ja, du da? Ja, ich weiß, aber der 1400 Kilometer. Guck mal, das ist ein Neuwagen. Das ist kein Lamborghini Huracan für 140.000 Euro, wo du ums Auto herumlaufen guck mal hier, musst. Guck mal hier, guck mal, hier hat er schon ein paar Steinschläge. Siehst Nein. du das? Das ist frisch eingefahren. Ja, 1400. Hier, mach mal die Haube vorne auf. Das ist ja gewaltig, dieser 12-Zylinder-Sauger mit 800 Darum PS. Oder? Liter V12, soweit es geht in die Mitte gezogen, ein Front-Mittelmotor in dem Sinne, dass die Straßenlage perfekt ist, 800 PS, das ist schon gewaltig. Guck mal, Ferrari 12-Zylinder haben seit eh und je ihre Tradition, mhm. hier nochmal offen, mhm. das ist der erste offene seit fast 20 Jahren. Darf ich mich reinsetzen? Na klar. Diamond Have Stitching. Diamond Stitching. Die nicht die vollelektrischen Sitze. Guck mal hier, Carbon-Einstiegsleisten, ja. Carbon-LED-Lenkrad, mhm. Carbon-Schaltpedals, mhm. Carbon-Mittelkonsole, mhm. Carbon-Cockpit. Mhm. Ja. Sehr gut. Das Stitching in Grigio, passend zum Fahrzeug. Sehr gut. Das Auto ist sehr, sehr geschmacksvoll zusammengestellt ja. worden. Es ist kein Prollauto. Es fehlt ein Beifahrerdisplay. Wofür brauchst du ein Beifahrerdisplay? Große Musikanlage hatte aber. JBL. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Brauchst du überhaupt ein Radio? In so einem Auto, 12 Zylinder, offen. Und du willst Musik hören, ja? Omid ist sehr forsch, Omid ist sehr aggressiv, was Verhandlungen betrifft. Omid kommt direkt zum Punkt. Der verkauft auch ca. 600 bis 800 Autos im Jahr. Er hat keine Zeit zu verlieren. Das heißt, du gehst rein, guckst dir das Auto an, hast die Mängel, sagst Omid, dank, 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 dank. Preis so, ich nehme das Auto mit. So, das ist Omid. Omid. Ja. Verdeck. Verdeck. 14 Sekunden darf es nur dauern. Ja. Und bis 45 km/h. Richtig. Richtig. Sollen wir mal testen? Hast du Stoppuhr dabei? Ich hab ne Stoppuhr. Was willst du jetzt machen? Einmal stoppen. Wie ich das hasse. Immer dieses, oh, wir gucken jetzt, ob es wirklich 14 Sekunden sind, weil wenn es 16 sind, sag mal bitte, sind, dann, ob du soweit okay, bist. Komm, du sagst, wenn es losgeht. 3, 2, 1, go. So, hast du auch aufgedrückt? Sehr gut. Na, immer dieses. Jetzt bin ich mal gespannt. Noch nicht mal Alcantara Dachhimmel genommen. Und Fenster hoch, hoch, hoch. Und? Hoch, jetzt noch nicht? Und. So. Verdeck geschlossen jetzt erst. Perfekt. Und? Es sind 14 Sekunden plus 5 Sekunden. Sag mal. 19 Sekunden. 19 Sekunden. 5 Sekunden länger, als es angegeben ist. Ja, Ferrari gibt 14 Sekunden vor, was Verdecköffnen betrifft. Es war jetzt im Endeffekt bei 19. Da wollen wir nicht so kleinig sein. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Ist das nicht geil? Und jetzt noch ein bisschen mehr Gas haben wir den Heck weg. Das heißt, du kannst jetzt richtig geil sportlich fahren jetzt. Also die 800 PS, die spürst du sofort. Und jetzt spürst du auch noch. Geil.
Mein Gott, macht das Auto Spaß. Das ist irre, wie das Auto Spaß macht. Dir vielleicht Spaß, mein Freund. Meine Güte. Und jetzt Gang 5 und jetzt geht er wieder Gas. Das Auto ist sofort da für einen Sauger. Du bist gezwungen, mit beiden Armen am Lenkrad zu fahren. Den hier gibt es auch nicht mehr. Heckantrieb, 12 Zylinder, 800 PS. Natürlich solltest du beide Hände am Lenkrad haben. Also das ist aktuell nicht nur der stärkste Ferrari, sondern auch der stärkste Gran Turismo Spider auf der ganzen Welt. Was wiederum ein bisschen Bauchschmerzen herbeiführt und ich das Auto nicht so als Top-Invest sehe, ist, jede andere 12-Zylinder-Cabrio, was von Ferrari rauskam, war immer limitiert. Das Auto ist nicht limitiert. Das ist ein Serienfahrzeug und keiner weiß, werden 500 Autos produziert, werden 800 Autos produziert oder es werden 4000 Autos produziert. Und dementsprechend auch der Preiszuwachs und Preisstabilität. Und das können wir hier bei dem Auto definitiv nicht garantieren. Das Problem bei dem 812 GTS und auch Superfast ist, wenn du mega schnell in die Kurven fährst, das heißt mit 150, 160, hast du das Gefühl, dass er dir vorne wegflattert. Ja gut, das Auto ist eine Waffe. Also für einen ungeübten Fahrer ist dieses Auto nichts. Definitiv nicht. Und was mir aber fehlt, ist hier Leder. Guck mal, 410.000 Euro zahle ich für ein Auto und habe nicht mehr mal das Geld, mein Dach mit Leder beziehen zu lassen. Zahlst du 475.000 Euro und du fährst das Auto eh offen, nicht zu. Hamid, das Auto ist nicht nur geil, ich sag auch, es ist alternativlos. Ja, im Gegensatz zu Lamborghini, ja, wo die einen Aventador bringen, dann Aventador S bringen, dann Aventador SV bringen, dann einen Aventador SVJ bringen und dann was weiß ich was bringen. Ferrari behält seine Exklusivität, was Werterhalt angeht. Was hast du denn immer gegen einen Stier, sag mal? Ich habe nichts gegen einen Stier, ich finde sie klasse, aber ich muss dir ja einen Ferrari heute verkaufen. Ach so, deswegen bist du Ich muss dich ja überzeugen, eine halbe Million da rein zu investieren. Ja, ja. Omid will 475.000 Euro für ein Auto, was 6 Monate alt ist, 1430 Kilometer hat und neu 410 gekostet hat. Den Zahn werde ich ihn gleich ziehen. Ich habe ein Budget von 450 und ich werde da drunter landen, das garantiere ich euch. Einer meiner Highlights dieses Jahr. Absolut. Abgesehen von der Probefahrt mit dir. Definitiv. Geiles Auto. Hat's dir nicht gefallen? Die Probefahrt mit mir. Das hat dir zu gut gefallen. Das Auto hat 410.000 Euro neu gekostet. Ich möchte das mal nur einmal noch mal betonen. Aber das Auto ist alternativlos, es ist zeitlos, es ist wunderschön, es ist eine Wertanlage. Ja? 12 Zylinder. Hast du super beschrieben. Zeitlos. Jetzt fehlt das nur noch 1600 Kilo, 800 PS, über 700 Newtonmeter, Und keine Alternative in ganz Europa für unter 500.000 Euro. Du bist zu teuer. Wie viel kommst du mir entgegen? Bei so einem Auto und so einem Preis geht es nicht mehr um ein paar tausend Euro mehr oder weniger. Es geht um, will ich oder will ich nicht. Hör auf zu schachern. Ja? Das macht man nicht mit so einer Schönheit. Ich gebe dir 440.000 Euro für das Auto. Für 440 wechselt so ein Wagen in Europa nicht den Besitzer. Du willst mich jetzt wegen 30.000 Euro bei so einem Deal nach Hause schicken? Mach mir ein faires Angebot. 440 ist nicht fair, das weißt du. Mach mir ein faires Angebot. Omid weiß, was er hat. Und deswegen hat sich das Ganze sehr schwierig dargestellt. Ich will das Auto haben. Wann habe ich das mal gesagt? Ich will das Auto haben. Weil du die richtige Einstellung hast. Ja. Und weil du sagst, du willst es haben. 4,55. 4,49. Da nehme ich es mit. 4,49, ich nehme es mit. 4,49, okay, ich brauche meine neue 4 davor. Ich brauche meine 4. Du hast eine 4,50. 4,50. Okay. 449,500. Ich hasse dich. Jetzt haben wir einen Lamborghini Aventador SVJ. Wir haben auch noch einen Ferrari 812 GTS. Das ist Wahnsinn. Und jetzt kommt die typische Frage, Ferrari oder Lamborghini? Aber das reicht noch nicht. Ich brauche ein drittes Auto und jetzt schaue ich mir ein Geschoss an. Wir sind jetzt in der Nähe von Karlsruhe. Dort schaue ich mir ein Porsche GT2 RS an. Das Auto passt super rein mit 700 PS. Das Auto soll wohl unheimlich gut ausgestattet sein und dann noch in eine Individualfarbe Voodoo Blau. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Moin.
Moin, Pascal, grüß dich. Hamid. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, vielen Dank. Hast du schon bereitgestellt hier? Ich habe ihn schon bereitgestellt. Der Porsche GT2 RS. Das ist der Porsche GT2 RS, die schärfste Version des 911ers. Das Auto hat 700 PS, beschleunigt von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden, hat einen Sechszylinder-Boxermotor verbaut. Höchstgeschwindigkeit liegt bei sage und schreibe 340 Stundenkilometer. Hat 2018 einen Neupreis gehabt von ca. 400.000 Euro und soll jetzt mit 1.750 Kilometer und ca. 2 Jahre später 452.400 Euro kosten. Ca. 50.000 Euro über Neuwagenpreisung. Voodoo Blau, also es ist so ein knalliges Blau. Voodoo Blau, ja, PDS-Sonderfarbe von Porsche. Ja. Ganz, ganz selten auf dem Auto, wirst du nicht oft finden. Ganz, ganz selten oder ein Einzelstück? Wirklich selten, also wir reden da von einer Handvoll. Ich sehe hier schon alles mit Leder, dann noch Kontraststitching, die Boxen und die Lüftung. Es sind so viele kleine Details. Aber trotzdem bleibt es Plastik. Ich weiß, es ist aber ein Alu-Optik zumindest, ne? Aber es ist ein schönes Auto. Schönes Auto. Wir haben ja ein Weißdachpaket, bedeutet ja 30 Kilo leichter durch die Magnesiumfelgen. Richtig. Carbon-Paket, okay, es ist ein Carbon-Haube, aber das Ganze relativiert sich wieder. Wir haben ja auch ein Bose Soundsystem drin, die wiegt alleine wieder 17 Kilo, okay. Titankäfig. Titankäfig wieder, genau. Also die 30 Kilo sind eigentlich hier verbraucht. Also das sind so viele zahllose Details bei so einem Wagen. Wir reden hier von einer Aufpreisliste von knapp 70.000 Euro. 70.000 Euro Aufpreis bzw. an Features dazu zu bestellen, ist nicht viel. Hier wurde natürlich viel ins Detail gearbeitet. Und das lässt sich Porsche natürlich zahlen, weil das Handarbeit ist. Das ist pure Handarbeit. Die Magnesiumfelgen verzeihen dir keine Fehler. Wenn du irgendeinen Parkrempler hast, das heißt nur noch erneuern. Ja. Ne? Und ein Satz gerade bei Porsche Aftermarket liegt ungefähr bei 50.000 Euro für einen Satz Felgen. Da kaufen sich manche andere ein Auto für. Gutes Auto. Gutes Auto. Ja. Dann machst du die Motorhaube auf, da siehst du mit Carbon abgedeckt. Ein guter Verkäufer würde sagen, Gewichtsersparnis. So ein Auto braucht nicht mal einen guten Verkäufer. Ich gucke und gucke und gucke, weißt du? Aber ich glaube, ich kann noch bis morgen gucken. Wir lassen dir das Licht an. Hier habe ich was. Hier. Jetzt hast genau du was. Hier. Ey, ich habe was. Da hat er, guck mal, drei kleine Steinschlägchen. Schlägchen. Schlägchen. Ja, da hast du recht. Habe ich recht. Komm, lass eine Runde fahren. Fahren wir. Aha, jetzt wird es spannend. Jetzt ist nämlich frei. So, machen wir mal PDK Sport. Sofort da. Der ist sofort da. Macht echt Spaß. Also ich fahre hier mit 200 in die Kurve. Das ist wie auf einer Schiene. Ja, genau. Das ist wie auf einer Schiene. Es ist nichts. Und die Straße ist auch noch schlecht. Ja, ja. Jetzt haben wir einen Tunnel. Jetzt können wir mal gucken. Wir gehen schon mal in Gang 3. Ja. Schön. Schön, aber es ist noch nicht so wow. Es ist eben kein Lamborghini. Ja? Der Lamborghini ist immer ein bisschen exzentrischer. Das ist so der deutsche Technokrat. Es ist schön. Es ist einfach schön. Wenn du ein mega Rennstreckenfahrzeug haben möchtest, dazu auch ein Auto haben möchtest, was du auf der Straße einigermaßen elegant bewegen kannst, ist der Porsche GT2 das richtige Auto. Bei 700 PS war ja Schluss. Ne? Bei 700 PS ist Schluss, aber ich sag mal 340. Das ist schon geil. Ist mega. Die Abstandregel hat er ja nicht. Da musst du schon selber fahren. Ja. Ich mach mal deine Sitzheizung an, nicht, dass es zu kalt wird. Ist dir zu kalt? Nein, ich wollte nur darauf hindeuten, ich guck immer rauf. Und das ist aber gewiss das nicht, dass es ein Rennwagen ist, ja, weil er keine Sitzheizung hat. Ja, aber trotzdem gucke ich immer rauf. Und wir sprechen ja gleich ein bisschen. Wir unterhalten uns ja gleich, ganz nett.
Die Preisverhandlung wird hier sehr hart, weil das ein individuelles Auto ist. Es ist kein Einzelstück, aber es ist auf jeden Fall ein Auto, was es nicht so oft gibt. Und Pascal weiß das. 452.400 Euro ist verdammt teuer. Aber ich glaube, dass er da ein bisschen Spielraum hat. Pascal. Sogar Schlüssel ist in Wagenfarbe. Hast vergessen, mir zu sagen, ne? Alle Extras an Bord. Das hätte vielleicht die Sitzheizung ein bisschen verbessert. Du willst dafür haben wie viel? 452.400 Euro. Das ist natürlich auch eine Zahl. Wie kommst du auf die 400? Mehrwertsteuer. immer runde Nettopreise. Das ist gut. Das ist gut. Also, wie viel kannst du mir entgegenkommen? Wir können hier noch mal einen Zehner runtergehen, aber dann ist die Luft wirklich raus. Das heißt, du kommst mir entgegen auf 442.400. Komm, die 400 machen wir noch glatt. Ach, das ist ja nett. Die 400 machen wir noch glatt. Pascal, ja. Ich bin immer wieder gerne hier, das ist so nett. Ich gebe dir 435. Dann ist das Auto voll im Rennen. Nein, nein. 435. Nein, nein. 435.000 Euro. Nein, um Gottes Willen. Dann ist das Auto im Rennen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Sag was, komm, die Mitte. 40. 39, 439. 40. 439. 40. Du hast einen Schlüssel in Wagenfarbe. Ja. 439, das Auto ist im Rennen. 439 und das Auto ist alles im Rennen. Alles klar. Also sowas hatte ich noch nie, dass ich mir drei Autos anschaue und alle drei Autos im Rennen sind. Das ist gigantisch, das ist einfach genial. Deswegen rufe ich gleich Abdullah an und er soll sich entscheiden, was für ein Auto er haben oder welches er von den drei haben möchte. Hallo Hamid. Hi Abdullah, grüß dich. Alles gut? Mir geht's gut, vielen Dank. Hast du die Autos hier schon angeschaut? Ja. Darf ich mit dem Lambo anfangen? Ja, fang an. Ist einfach zu laut, man muss es nicht übertreiben. Mhm. Der Porsche, absolut stark, blau, ja. Muss nicht sein. Ja. Und außerdem ist er mir viel zu viel Rennstrecke, von daher fällt er ja auch raus. Okay. Bei den Daten entscheide ich mich natürlich für den Ferrari. Der ist geil, ne? Alltagstauglich, ja. Ist nicht zu laut und hat eine absolute 8 davor stehen. Also 800 PS, was soll ich dazu sagen? Damit hast du mir alles erfüllt. Super. Eine Woche später. Hamid hat den 812 GTS für Abdullah zur Übergabe vorbereitet. Das ist der Ferrari. Ich decke das Auto mal ab. Wunderschön. So. Zack. Willst du dich mal reinsetzen? Sehr, sehr gerne. So. Ich habe gerade Gänsehaut. Das ist der 812 GTS mit 800 PS, über 700 Newtonmeter. Ich bin begeistert. Gefällt's dir? Hamid. Du hast mir meinen Traum erfüllt. Super, das danke freut mich. Dir. Bist du dabei? Ich bin absolut dabei. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich komme vom Grinsen gar nicht mehr weg. Hamid hat hier absolut klasse Arbeit geleistet. Er hat sich selbst übertroffen.